Wenn das eigene Zuhause nicht altersgerecht gebaut ist, kann das Leben immer schwerer werden. Eine mögliche Lösung ist ein Homelift. Und unsere Silke bastelt einen kleinen Weihnachtsbaum für ein schnuckliges Zuhause. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen. Mal ganz ehrlich, wenn wir eine Wohnung kaufen oder ein Haus bauen, dann denken wir an das Hier und Jetzt, aber vielleicht nicht so sehr an später. Denn wenn wir älter werden, kann eine einzelne Stufe schon zum großen Problem werden. Wir haben uns mal etwas angeschaut, wo das Leben im Alter im eigenen Haus erleichtern kann. Nach Verletzungen oder im Alter kann das Leben im eigenen Zuhause schnell kompliziert werden. Denn beim Bau hat man damals noch nicht an altersgerechte Lösungen oder ein Leben im Rollstuhl gedacht. Jahre später wird eine einzige Stufe im Wohnbereich oder der Gang ins Schlafzimmer im ersten Stock zu einer großen Herausforderung. Nun ja, das Treppensteigen erschwert den Alltag. Und die größte Herausforderung sehe ich darin, die Treppen zu überwinden für ältere Menschen oder für gehbehinderte Menschen. Eine Lösung, um noch viele Jahre in den eigenen vier Wänden zu wohnen, ist ein Homelift. Ein Homelift ist die bestmögliche Lösung für ein barrierefreies Zuhause. Er kann mehrere Etagen bis zu einer Förderhöhe von 13 Meter barrierefrei verbinden. Er funktioniert wie ein Aufzug und kann im Treppenauge, im Stockwerkausschnitt oder als Außenlift installiert werden. Für viele Menschen sind solche Systeme eine große Erleichterung im täglichen Leben. Und bei der Anschaffung gibt es auch Förderung durch den Staat und die Krankenkasse. Ja, die Kosten bei einem Homelift bei ca. 2 Haltestellen belaufen sich bei ca. 30.000 Euro. Es gibt über die KfW-Bank eine Förderung von ca. 6.000 Euro und bei der Pflegekasse ab Pflegegrad 1 sind ca. 4.000 Euro bezuschusst. Die meisten Bewohner scheuen Umbauten zu Hause nicht wegen der Investition, sondern wegen dem vermeintlich vielen Dreck und der längeren Baustelle mitten im eigenen Lebensbereich. Also vor der Montage des Lifts müssen gewisse baustellige Vorleistungen erfolgen. Das wäre im Außenbereich zum Beispiel das Erstellen einer Fundamentplatte oder das Erstellen von Wanddurchbrüchen, damit ich vom Lift in das Gebäude reinkomme. Wenn der Lift im Innenbereich steht, muss die Grube erstellt werden oder Deckendurchbrüche entsprechend. Ein Lift, wie wir ihn hier sehen, mit 2 Haltestellen, kann innerhalb von einer Woche montiert werden. Was auch viele interessiert, wie oft müssen die Systeme gewartet werden? Also hier müssen wir unterscheiden, ob der Lift im privaten Bereich oder in öffentlichen Gebäuden bzw. Mehrfamilienhäusern genutzt wird. Bei nur wenigen Fahrten reicht eine jährliche Wartung aus. Hier starten wir bei 220 Euro. Im öffentlichen Bereich oder in Mehrfamilienhäusern ist der Verschleiß dementsprechend höher und deshalb muss öfters gewartet werden. Nun aber nochmals zurück zum Zeitpunkt vor der Kaufentscheidung und der Investition. Gibt es bestimmte Begebenheiten im Haus, damit der Einbau des Lifts machbar ist? Nun ja, also wir brauchen kein großes Treppenhaus. Der Homelift hat einen Platzbedarf von ca. 1 Quadratmeter. Wir haben keine Überfahrt, also keinen Technikraum, der oben über ist. Wir brauchen eine Grube von ca. 5 cm, die wir auch mit einer Rampe überwinden könnten. Am Ende geht es um das Leben im eigenen Zuhause und die Lebensqualität. Diese soll auf jeden Fall beibehalten werden. Wie schön, dass es heute Lösungen gibt, die es fast jedem ermöglichen, lange im eigenen Zuhause zu bleiben, auch wenn es nicht altersgerecht gebaut worden ist. Wer von euch hat an Weihnachten einen Tannenbaum zu Hause? Also ich wollte immer einen, doch der Platz hat nicht ausgereicht und ich glaube, so geht es vielen. Unsere Silke, die bastelt heute einen Weihnachtsbaum, der bestimmt in jede Wohnung passt. Hallo, schön, dass ihr wieder da seid und mit mir basteln wollt. Ich bin schon voll auf Weihnachten eingestellt und habe mit euch vor, heute so kleine Tannenbäumchen zu basteln. Alles, was ihr dazu braucht, sind alte Töpfchen. Ihr könnt natürlich auch neue kaufen, wenn ihr keine alten habt. Ich fand die Patina nur ganz schön, so ein bisschen verwetterte Töpfchen zu nehmen. Dann brauchen wir so ein kleines Holzstückchen für den Stamm. Wir brauchen Tannengrün, dann brauchen wir ein Draht. Ich habe noch so eine Paketschnur dazu genommen, um die mir hier unten um das Töpfchen rumzumachen. Und Moos ein bisschen zum hier auffüllen.
eine Schere, eine Baumschere und vielleicht noch ein bisschen Deko. Als erstes braucht man hier dieses Stäbchen oder dieses Hölzchen und dann suche ich mir hier so ein paar Tannenzweigchen. Und dann brauche ich den Draht. Jetzt nehme ich mir diese Zweige und lege sie mir jetzt einfach mal ringsrum um dieses Stöckle. Und wickel das hier vorne mit dem Draht rum. So. Jetzt mal schon mal ein bisschen eine Festigkeit und jetzt kann ich das mir hier verzwirbeln. So. Und jetzt mache ich die zweite Schicht. Da nehme ich jetzt wieder ein bisschen kleinere Zweige. Und lege die wieder hier ringsrum an. Und als Spitze nehme ich jetzt mir noch mal eins und mache die in die andere Richtung, so nach oben, damit es ein schönes Spitzle gibt. So. Dann kann ich meinen Draht abschneiden und das hier oben verzwirbeln. So. Jetzt schaut es schon mal ein bisschen aus wie ein Tannenbaum. Jetzt könnt ihr das noch alles ein bisschen in Form schneiden, wenn ihr sagt, da hat es noch ein paar so lange Zwirbel. Die kann man noch so ein bisschen abschneiden. Das finde ich schon mal ganz schön so. Und jetzt werde ich das in das Töpfchen reinmachen. Ihr könnt euch entweder Steckmoos unten in das Töpfchen reinmachen, aber es reicht auch, wenn ihr einfach Moos auffüllt und dann das Bäumchen reinsteckt. Mache ich mir hier so ein kleines Loch in der Mitte, wo ich das Bäumchen dann so reinstecken kann. Ich wickel mir jetzt noch ein bisschen so ein Garn hier um das Töpfchen rum. Ihr könnt natürlich auch rot kariert, schaut immer schön aus, oder ein anderes schönes Band nehmen, damit das ein bisschen schön weihnachtlich ausschaut. Ihr könnt dann noch so eine kleine Lichterkette nehmen, die ist so auf einem Draht und da sind so kleine LED-Lichtchen dran. Und wenn ihr jetzt Lust habt, euch auch ein kleines Tannenbäumchen für euer Wohnzimmer oder euren Esstisch zu basteln, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbasteln und wünsche euch schon mal schöne Weihnachten. Bis bald! Liebe Silke, vielen Dank für den coolen Basteltipp. Wir machen eine ganz kurze Pause und dann geht es bei uns auch um das Thema Finanzierung. Wohin gehen die Bauzinsen und was mache ich, wenn ich vielleicht nachfinanzieren muss? Also unbedingt dranbleiben. Willkommen zurück bei Bauen und Wohnen. Jeder möchte zu Hause ein entspanntes und schönes Klima haben, entweder mit der Ehefrau oder mit dem Ehemann. Jetzt sind wir aber keine Sendung für die Eheberatung, sondern eher für das Raumklima. Deswegen geht es bei uns jetzt für das gute Klima mit dem Thema Lehmputz weiter. Heute besinnen sich wieder viele Handwerker auf den biologischen Baustoff Lehm. Doch die Verarbeitung ist nicht so einfach. Umso interessanter für uns. Wir besuchen heute einen Stuckateur, der uns in die Geheimnisse des Lehmputzes einweiht. Lehm und Kalk hat eigentlich den Vorteil, dass es wirklich wohngesund ist. Das ist eigentlich ein großer Vorteil, also er ist sehr sorptionsfähig. Sozusagen kann man sich vorstellen, das ist wie eine Klimaanlage. Also der nimmt viel auf und sobald er die Möglichkeit hat, wieder Feuchtigkeit abzugeben, gibt er wieder in die Atmosphäre ab. Absolut reines Produkt. Und somit schaffe ich es wirklich, die Natur eigentlich in meinen Raum zu holen. Bei der richtigen Verarbeitung können demnach Wände für ein gesundes Raumklima sorgen. Putze aus Lehm und Kalk beeinflussen die Luftqualität besonders positiv, denn sie sind reine Naturprodukte. Grundsätzlich können Lehm- und Kalkputz auch kombiniert werden. Der Lehmputz ist eigentlich in jedem Raum aufzubringen. Lehmputze bestehen aus farbigen Lehmen und Tone, Sand- und Zellulosefasern.
Die Farbe des Lehmputzes erhält er meist ausschließlich über die natürliche Farbgebung der verwendeten Tonerden. Doch es muss nicht bei den Erdfarben bleiben. Der Lehm muss nicht nur erdfarben sein, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Man sieht es eigentlich hier. Hier zum Beispiel in Lehm, der ist schwarz eingefärbt mit Glimmer. Dann haben wir hier in Lehm, der rustikal verarbeitet wird. Der hat Schiefer drin oder dann als Lehmstreichfarbe. Das Schöne am Lehm ist, wir veredeln den oft und da gibt es gute Möglichkeiten. Hier ist zum Beispiel in Lehm, der hat Glimmer drin. Glimmer wird zugemischt, der sieht so aus und das gibt ganz schöne Effekte dann bei Licht. Okay, dann kann man natürlich Lehm auch mit Steinen, hier ist ein rötlicher Stein, veredeln, dann wird es auch rustikaler. Dann haben wir hier Strohhäcksel, klassisch, kennt man auch in Verbindung mit Lehm, dass wir mit Strohhäcksel den veredeln, die glitzern dann auch schön oder natürlich länger eingesetzt sind sie auch eine ideale Armierung im Lehm. Das heißt, um Stabilität herzubekommen, wird Stroh eingesetzt. Und dann hier eine Art Flachs von einer Pflanze. Auch das hier passt ganz gut und gibt eine schöne Oberfläche. Das Prinzip funktioniert aber nur, wenn die diffusionsoffene Wand mit ebenfalls diffusionsoffenen Farben oder Putzen beschichtet wird. Lehmputze werden als Trockenmischungen angeboten und müssen nur noch mit Wasser angerührt werden. Die Verarbeitung ist aber für einen Ungeübten nicht ganz einfach. Beim Verputzen mit Lehm ist es besonders wichtig, dass sich das Material verkrallt. Eine kleinere Fläche wie diese hier wird dabei von Hand angeworfen. Maschinell lässt er sich aber auch mit Hilfe einer Putzförderpumpe auftragen. Alle paar Quadratmeter wird der Lehm egalisiert, das heißt, er wird auf eine gleichmäßige Schichtstärke gebracht. Der Putz soll ca. 15 mm stark sein. Wir als Profis wissen ungefähr, was 15 mm sind. Der Laie kann einfach ein Stück rausnehmen, nachschauen, ob es ca. 15 mm sind. Dazu verwenden die Fachleute den sogenannten Schmetterling. Der Auftrag muss bei dieser Schicht noch nicht perfekt aufgetragen sein, denn nach etwa einem Tag wird er gerakelt. Das heißt, es werden Unebenheiten ausgeglichen und die manchmal entstehende glänzende Sinterschicht entfernt. Jetzt muss er gut durchtrocknen, 3 bis 4 Wochen. Wichtig dabei ist die ständige Belüftung, sonst kann der Lehmputz tatsächlich schimmeln. Nach diesen Arbeitsschritten ist er optimal vorbereitet für den feineren Lehmdeckputz, der nicht immer erdfarben bleiben muss. Das heißt im Klartext, niemals mit günstigen Farben aus dem Baumarkt streichen. Interessant ist auch der Preis. Ein handelsüblicher Kalkzementputz mit Material und Verarbeitung liegt bei etwa 24 bis 29 Euro pro Quadratmeter. Für den natürlichen Lehmputz, aufgetragen in 3 Schichten, werden ein paar Euro pro Quadratmeter mehr fällig. Da liegt der Preis bei etwa 30 bis 35 Euro pro Quadratmeter. Lehmputz reguliert aber nicht nur die Feuchtigkeit, sondern absorbiert Schadstoffe und Gerüche. Vor allem aber ist der Lehmputz ein absolutes Naturprodukt, frei von Lösemitteln, Weichmachern und Konservierungsstoffen. Und das sollte uns ein wohngesundes Raumklima wert sein. Besonders gefällt mir am Lehm, dass die Charakteristik, wenn man drauf schaut, eine völlig andere ist wie bei einer Kunststofffarbe. Die Flächen sind einfach, die leben einmal mit dem Licht, dann haben sie oft einen ganz leichten natürlichen Glitzer. Und das ist eigentlich das, dass man sich in so Räumen mit so Wänden oder Decken wirklich erholen kann. Weil wir schaffen es echt, drinnen draußen zu wohnen. Ich hole die Natur rein in diese Bereiche und da kann sich das Auge und ich glaube auch der Mensch wesentlich besser regenerieren. Wer jetzt ein Haus bauen will, der braucht vielleicht schon gute Nerven bei der Finanzierung. Wer baut, der braucht vielleicht gute Nerven, weil die Bauzeit immer länger wird. Materialknappheit, Fachkräftemangel und. Auf dem Bau ist viel los. Was ihr dagegen tun könnt, das verrät euch jetzt Tobias Beuler in einer neuen Folge von Dr. Haus zum Thema lange Bauzeit. Was tun? Heute sprechen wir mal über das lange Bauzeitproblem.
Was ist das eigentlich? Im Moment wird der Markt ja sehr stark bewegt und Bauherren müssen immer höhere Kosten tragen. Das liegt unter anderem daran, dass man einen Fachkräftemangel hat. Das liegt unter anderem daran, dass man eine Materialknappheit hat. Und es liegt daran, dass die Rohstoffpreise sehr massiv steigen. Das hat man ja zuletzt beim Holzpreis gemerkt. Und die gestiegenen Kosten geben die Hausbaufirmen natürlich an die Bauherren weiter. Das Ärgerliche daran ist, dass man früher zum Beispiel in der Bemusterung 20.000 Euro ausgeben konnte und hatte davon auch etwas, weil zum Beispiel eine höherwertige Badewanne eingebaut wurde oder eine größere Dusche oder vielleicht auch ein Parkett im Wohnzimmer verlegt wurde anstatt ein Laminat. Heute ist es aber so, dass man diese 20.000 Euro nicht irgendwie spüren kann, weil einfach der Preis an sich klettert. Ein weiteres Problem, die Kosten sind auch noch nie gesunken. Also die Preise sind stets gestiegen und das betrifft natürlich alle Gewerke beim Hausbau. Es wird also auch bei euch so sein, dass die Kosten für den Tiefbauer oder für den Gartenplaner oder für eine Sonderausstattung 2023 oder 2024 ebenfalls nochmal steigen werden im Vergleich zu heute. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, was kann man da als Bauherr tun? Eine Lösung wäre zum Beispiel, dass man nach einer Baufirma sucht, die noch kurze Lieferzeiten hat. Hierfür sollte man die größte Suchmaschine der Welt anschmeißen und mal gucken, wer da so im Markt unterwegs ist. Eine weitere Lösung wäre zum Beispiel, die Festpreisbindung mit der Hausbaufirma zu verhandeln. Normalerweise geben die Baufirmen einem nur 12 Monate Festpreisbindung. Man kann aber, wenn man sich zum Beispiel einen Sachverständigen auf Seite holt oder wenn man sogar selber probiert, versuchen, diese Frist zu verlängern. Zum Beispiel auf 15 Monate, 18 Monate oder 24 Monate. Ganz wichtig ist übrigens auch zu checken, wie lange sind die Lieferzeiten des Hausbauunternehmens. Selbst wenn ein Hausbauunternehmen die Festpreisbindung von 12 auf 15 Monate erhöht, hat aber 24 Monate Lieferzeit, trifft einen später trotzdem die spätere Preiserhöhung. Also hier genau hinschauen, genau prüfen, entsprechend verhandeln und dann ist man auf der sicheren Seite und vor höheren Mehrkosten geschützt. Wir sehen uns gleich wieder und dann sprechen wir hier mit einem Experten über das Thema Finanzierung. Wie kann ich bei diesen Zinsen noch gut finanzieren? Was muss ich tun, wenn eine Nachfinanzierung ansteht? Also unbedingt dranbleiben. Bis gleich. Weiter geht es bei Bauen und Wohnen jetzt zum Thema Finanzierung. Und im Studio begrüße ich ganz herzlich Mario Müller. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Hallo, Herr Baunach. Wie haben sich jetzt eigentlich die Bauzinsen entwickelt? Man hatte nur gehört, das war fast ein Raketenstart irgendwie. Das ist so, genau. Also seit Jahresbeginn haben sich die Zinsen nahezu vervierfacht. Das heißt, zu Jahresbeginn haben wir bei einer 10-jährigen Zinsbindung von ca. 1% Zins im Schnitt gesprochen. Mittlerweile hatten wir in der Spitze, das war im Oktober, teilweise 4,3% gesehen. Mittlerweile sind wir da etwas unter 4% runtergesagt. Also es hat sich wieder ein bisschen zurückentwickelt, aber dass wir so einen schnellen, extremen Anstieg haben, das war auch seitens der Experten so nicht zu erwarten. Jetzt haben wir die Glaskugel. Wo geht's hin? Gute Frage. Vielleicht kurz einen Blick darauf, was ist der Grund? Die Inflation ist tatsächlich der Haupttreiber für diese extreme Zinsentwicklung gewesen. Das heißt, die Politik der Notenbanken hat sich Richtung Straffung und Richtung Leitzinserhöhung einfach entwickelt. Das heißt, wir haben schon einige Leitzinserhöhungen erlebt. Das war ein Stück weit sicherlich im Markt schon eingepreist. Die mittlerweile etwas getrübten Konjunkturdaten und Aussichten bremsen das Ganze im Moment sicherlich wieder etwas ab. Das heißt, diese anhaltenden Extremanstiege werden wir wahrscheinlich so nicht mehr sehen. Dennoch ist eine weitere Entwicklung nach oben auch nicht auszuschließen. Und davon gehen wir tendenziell sogar auch noch aus. Was bedeutet das jetzt für den Immobilienmarkt? Man hat gehört, da ist wirklich eine ganz schöne Bremse reingekommen. Stimmt es so oder verteilt sich es nur anders? Also die Nachfrage ist tatsächlich etwas zurückgegangen. Das hören wir auch von Maklerbüros, die einfach sagen, dass so der Besichtigungstourismus etwas zurückgegangen ist. Und wir erleben auch eine etwas abwartende Haltung von Käuferinnen und Käufern da draußen. Das heißt, die Interessentinnen und Interessenten sind nicht mehr bereit, jeden Preis für die Immobilie zu bezahlen. Wiederum wollen aber Verkäuferinnen und Verkäufer auch nicht unbedingt unter ihre Preisforderungen gehen. Das heißt, im Moment muss sich das Gleichgewicht zwischen Nachfrage und Angebot noch etwas einpendeln. Aber ja, wir sehen tatsächlich schon etwas rückläufige Kaufpreise im Vergleich der letzten Jahre. Das wollte ich gerade fragen, wie wirkt sich das aus auf die Immobilienpreise? Weil wir hatten ja so starken Anstieg, teilweise 30%, 40%, 60%. Und jetzt, wie geht's runter? Wir können es noch nicht genau sagen, wie viel Prozent wir da sprechen, aber wir sehen zumindest Interessenten und Interessenten, die mit einem Exposé, einem Kaufpreis am Tisch bei uns sitzen und beim Notar tatsächlich weniger im Kaufvertrag stehen haben, wie das, was ursprünglich im Exposé drin stand. Das heißt, wir haben durchaus auch schon 10%, 15% bis zu 20% auch schon mal in der Preisverhandlung erlebt. Jetzt kommen wir mal zu den Hard Facts zum Thema Finanzierung.
Der Bauzins hat sich vervierfacht, haben wir gerade gehört. Bedeutet das auch, dass sich Zins und Tilgung vervierfacht haben? Oder gibt es wieder andere Mechanismen auf einmal? Und nicht mehr nur, ich will den günstigsten Zins. Also zum Glück keine Vervierfachung der Rate. Das ist was, was uns auch wichtig ist, den Leuten da draußen zu transportieren. Das heißt, der Immobilienerwerb ist jetzt nicht in unerreichbare Dimensionen gestiegen oder hat sich extrem verschoben, weil viele Banken hergehen und sagen, wir wollen nicht, dass das Darlehen theoretisch länger wie 40 Jahre läuft. Jetzt muss man beim annuitätischen Darlehen wissen, das ist eine Zusammensetzung aus Zins und Tilgung. Und je höher der Zinssatz ist, desto niedriger kann die Tilgung sein, um die gesetzte Maximallaufzeit zu erreichen. Das heißt, wenn ich eine Vervierfachung der Zinsen habe, habe ich aber teilweise eine Halbierung der Tilgung, die ich dafür nur brauche. Also unterm Strich haben wir eben zum Glück keine Vervierfachung der Rate, sondern tatsächlich im Gegenzug eine Halbierung der Tilgung wiederum. Das heißt, der Anstieg der Rate ist eben nicht so exorbitant hoch, wie es da draußen gerne mal in den Medien aufgegriffen worden ist. Das hört sich jetzt so an, wie wenn bei der Beratung auf einmal wieder richtig Qualität ins Spiel kommt. Absolut, ja. Also dieses reine, ich will den günstigsten Zins haben, ist nicht mehr das Relevanteste geworden. Wir haben auch die Entwicklung gesehen, dass mittlerweile in dieser etwas neuen Zinsdimension lange Zinsbindungen nicht zwingend teurer sind wie kürzere. Das heißt, ich kann teilweise 30 oder 20 Jahre Zinsbindung zum Preis von einer 10-Jährigen auch oder 15-Jährigen erreichen. Und es geht wieder viel, viel mehr darum, was kann und will ich mir monatlich über die Rate leisten. Und da muss man einfach drauf schauen, was passt zu den Interessentinnen, zu den Interessenten, um auch hier gewisse Spielräume noch zu haben für das Thema Nebenkosten. Auch das ist nicht ganz außer Acht zu lassen. Das heißt, man muss einfach schauen, mit welcher Rate kommt man gut zurecht. Brauche ich Flexibilität da drin? Kann ich ein bisschen noch spielen mit der Rate? Und habe ich, wie gesagt, genügend Luft, um meine anderen Ausgaben auch abdecken zu können? Und was würden Sie jetzt raten derzeit, wenn ich sage, ich hätte gerne eine Immobilie, ich würde mir das trotzdem gerne leisten? Frühzeitig beraten lassen ist zum einen ganz wichtig. Heißt, auch wenn ich noch keine konkrete Immobilie habe, wirklich schon mal zu schauen, was kann ich mir denn leisten? Welchen Kaufpreis kann ich realisieren, um dann auch wirklich bewusst danach suchen zu können, die Unterlagen frühzeitig zusammenzutragen und dann wirklich auch schnell handlungsfähig zu sein. Wichtig ist im Moment auch darauf zu schauen, wenn es soweit ist, welches Konzept passt zu mir. Brauche ich eben die Flexibilität durch Tilgungssatzänderung beispielsweise, wenn ich sage, ein Einkommen fällt weg oder das zweite kommt wieder mit dazu, dass ich auch meine Rate an meine Lebensphase anpassen, ist ganz wichtig geworden. Zum Zweiten ist es so, dass der Zinsvergleich oder vielmehr der Angebotsvergleich noch wichtiger geworden ist, weil die Darlehensgeber, die Kreditinstitute unterschiedlich schnell die Marktbewegungen weitergeben. Das heißt, es gibt da draußen Kreditgeber, die tatsächlich sagen, naja, ich gucke mir alle paar Wochen an, was sich entwickelt hat und gehe entsprechend mit Zins nach oben oder nach unten. Und es gibt andere Darlehensgeber, die tatsächlich sagen, wir passen das täglich an. Auch das kann im Moment einfach einen extremen Unterschied in der Belastbarkeit machen. Abschließende Frage, weil die Zeit uns davonläuft, bei den ganzen spannenden Informationen, Bausparen. Ist das wieder sexy oder tatsächlich sollte man das machen? Also sollte man, muss einfach, pauschal nicht zu beantworten, muss einfach schauen, passt zum Konzept ja oder nein. Warum ist es wieder sexy geworden? Der Zins für das Bauspardarlehen hat sich tatsächlich nicht, bis heute zumindest noch nicht, an die Marktbewegung angepasst. Das heißt, der Zins war vor ein paar Jahren zwar relativ teuer, da er eingefroren worden ist, wenn noch eingefroren ist, wird sich wahrscheinlich jemand ändern, ist der Bauspardarlehenszins im Verhältnis zum aktuellen Marktzins beim Annuitätendarlehen tatsächlich interessant geworden. Muss aber zum jeweiligen Vorhaben auch passen. Also kann man abschließend sagen, man kann immer noch sich jetzt eine Immobilie leisten und man hat eigentlich den Hebel der Tilgung hinten und es ist gar nicht so viel teurer geworden, wie es immer heißt. Korrekt, ja. Dann vielen Dank für den Besuch im Studio und die ganzen spannenden Informationen. Gerne, danke auch. Das war's für diese Woche wieder mit Bauen und Wohnen. Ich freue mich, wenn ihr kommende Woche wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss.